Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Infamous 2 und heute noch die Mission, wo wir wirklich wahrscheinlich schlussendlich dann noch unsere Kräfte übertragen werden. Aber dafür muss ich zuerst mal zur Mission hingehen. Und ja, das Spiel ist einfach Hammer und ja. Alter, das sind ja die Banditen, Mann. Danke. Die helfen mir ja sogar. Oh, schade. Okay, danke, Leute. Danke für eure Hilfe. Und ja, das war's dann. Du gehörst mir. Oh, da gibst du mir die Scherbe eben nicht, du Wichser. Meine Fresse. Ohne Witz. Hören Sie nach wieder ein paar Leute. So. Ja, klar. Oh ja, super. Geht klar, Junge. Ohne Witz. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Oh ja, Vollidioten, haltet die Fresse. Ohne Witz. Wir hatten ein bisschen Ionensturm und was soll's. Ja, genau. Als ob ich jemals den Löffel abgeben würde. Toll gemacht, Cole. Keine Ursache. Keine Ursache. Oh Mann. Na, hier vorne. Tja, und jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Glaube ich. Alles ist bereit. La Roche und seine Männer sind... Gott, bleiben Sie mal 5 Minuten bei der Sache. Den ganzen Tag, ehrlich. Wie ist der Plan? Also, ihr zwei legt die Geschütze lahm. Dann werden wir vorstoßen und mischen den Laden auf. Wir holen euch das Spielzeug. Das Spielzeug ist ein Transfergerät. Ihre Leute sollen besser aufpassen. Ja, meine Jungs lassen es gern mal krachen. So sind sie. Helft uns, die Miliz loszuwerden und ihr kriegt das Ding. Und dann werden wir es zerstören, ja? Oder wir vertauschen Kräfte, ja? Wieso kommst du mit solchen bescheuerten Ideen? Okay, das entscheiden wir später. Wir müssen überlegen, wie wir das voreinnehmen. Wie der Lustmolch sagte. Wir beide machen jetzt die Nordseite frei und dann helfe ich dir, das Innere zu säubern. Ja, dann lassen du und ich es an der Südseite krachen. Wie jetzt, ihr zwei Turteltäubchen wollt nicht zusammenbleiben? Ich weiß nicht, sollen wir einander bekämpfen oder die Miliz? Darf ich entscheiden? Ich liebe Zickenkämpfe. Ihr wisst schon, Augen auskratzen, Haare ziehen... Finger weg! Pass bloß auf. Dann legen wir mal los. Den Spruch kenn ich. Und du? Nee. Wow. Okay. Abgefahren. Wow. Okay. Abgefahren. Ah, ohne Witz. Ah ja, klar. Deaktivieren Sie die Geschütze. Bumm. Schalten Sie weiter Ihre schweren Geschütze aus, damit meine Jungs angreifen können. Ah, klar, kein Problem. La 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 la.
Oh, jetzt wird's ein bisschen beschissen. Aber nur ein bisschen. Ups. Ja, da war ich jetzt selbst schuld. Fuck! Okay, das war schon Checkpoint. Schön. Okay, Leute, let's get it. Let's ready to rumble. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Okay, dann nehme ich nicht so. Damn. Ah, ich liebe die Ultra-Finisher. Ich sehe einen Scheiß. Stimmt, der Ionenwirbel. Kinderspiel. Und hier gleich nochmal. Sterb einfach. Und zwar so schnell wie möglich. Kalte Schulter. McGrath. Ah, dein Ernst? Das gibt's echt nicht. Bum, 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 bum. Hier Geschütz. Geschütz! Deaktivieren. Achtung, Feuer! Achtung! Ah, das sollte sich doch selbst in die Luft sprengen mit dem Scheiß. Und... Leute. Ich will hier doch nur das Geschütz ausschalten. Dein Ernst? Okay. Dann eben nicht. Ja, da komme ich leider nicht weiter, weil ich die Geschütze natürlich nicht deaktivieren kann. Welche, hä? Okay, mal das. Oh, bitte verarsch mich jetzt nicht, Game. Machen wir es anders. Was war das jetzt? Seht ihr, genau, zum Beispiel, das meine ich, oder? Es ist halt nicht nur ein bisschen verglitscht, sondern ziemlich krass. Ja, stirbt. Oh, 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 oh. Schön. Ja, das haben wir cool, ja, gut funktioniert. Ich gebe dem nur Kopfschocks. Mein Gott.
um. Ups. Alter, das sind Mörser wieder am Werk. Alter. Okay. Jetzt weiß ich auch, wieso ich das Geschütz nicht deaktivieren konnte, weil das so ein scheiß Dings stand. Ich gehe rein, um nach dem Transfergerät zu suchen. Okay, cool, wenn du das meinst. Wenn du es willst. Ja, die Mörser wahrscheinlich. Hey, Sieg. Ja, ich sehe ihn. Der nächste Transformator ist drüben bei der Baustelle. Ich schicke dir die Position. Danke, Mann. Hui. Ein bisschen aufgeräumt habe ich jetzt aber. Findet ihr nicht? Oh Mann, ich hasse den scheiß Mörser. Ich geh jetzt drauf und mach den kaputt. Der darf nicht schießen, sonst wäre ich jetzt gestorben. Ohne Witz. Der ist doch da irgendwo. Oh, lauf. Okay. Das war jetzt nicht schlecht. Gib's zu. Das war nicht schlecht. Ich muss den Transformator wieder aufladen. Okay, los geht's. Ja, das war jetzt nicht so toll. Nochmal. Schön. Ich weiß nicht, wo der scheiß Transformator ist. Nein! Ich hätte mich rechts umkehrt machen sollen. Wie ich das hasse. Danke. Das gibt's doch gar nicht. Mach das dann nochmal. Gehen wir dort trotzdem oben durch. Okay. Geht doch. Oh Mann. Herrgott. Ich dachte schon, ich schaff das nicht mehr. Ohne Witz. Weil es eigentlich... Noch eins.
hier oben ist der Merset. Schön. Das ist eine der unseren, das auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hätte ich wirklich hier schlechte Karten. Jetzt. Wir sind wieder im Geschäft. Go, Baby! Bist du bereit, die Jungs platt zu machen? Oh, ich habe fast Mitleid mit dir. Wir stehen hier unter Mörserfeuer! Alter. Der war jetzt echt der einzige hier oben, gell? Ja, fuck, ich hätte die Mörser deaktivieren sollen. Nicht einfach nur die Leute hier töten. Töten so. Töten. Und der ist noch wo? Aha, hier sind natürlich wieder Leute drin. Logisch. Geschütz zerstören, ja. Wir haben das Transfergerät. Die Jungs haben es für ein großes Feuerwerk rausgebracht. Mann, würde ich froh sein, wenn das Ding abfackelt. Wie funktioniert das? Einschalten, festschnallen und... leiden, während es einem die Eingeweide rausreißt. Oh. Der Energiekern. Ha. Schnall mich fest. Hey, warte mal kurz. Ich dachte, wir besprechen das erstmal, Cole. Du wählst eine neue Kraft, nimm eine von meinen. Und ich krieg eine von deinen, ja? Nein. Du musst zugeben, es macht Sinn, die Kräfte zu tauschen. Sind wir als Team stärker, erreichen wir mehr. Sieh doch, wie es heute lief. Größer ist besser. Das ist nicht... Okay. Nix und ich tauschen die Kräfte und dann zerstören wir es. Versprochen. Nein! Nein, wenn du mit irgendjemandem Kräfte tauschst, dann nur mit mir. Wenn du sie nimmst, war's das, Mann. Wenn du sie nimmst, bleibt mir keine Wahl, Cole. Ich muss dich jagen wie ein Verbrecher. Frau. Oh mein Gott, ich finde das so lustig, ey. Ja, ich nehme natürlich Co-Alben. Das ist es zum Beispiel... das, was ich meinte, oder? Hier habe ich den Fehler begangen, warum ich das Spiel viermal anfangen musste, oder das vierte Mal jetzt anfange. Hier habe ich, hier war ich positiv und habe dann nix ausgewählt. Und dann bin ich irgendwie zum Rauti geworden und habe irgendwie die Kräfte nicht freigeschaltet. Voll komisch, ohne Witz. Also das muss man erstmal wissen, ohne, das ist ziemlich kompliziert. Also ja, wenn man es nicht weiß, dann macht man gerne mal den Fehler. Ich muss eigentlich kurbeln. Kur, wir sind ein gutes Team. Okay. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich bin direkt bei dir. Nach allem, was du und ich durchgemacht haben, siehst du diese Schlampe mir vor? Eins. Ich bin früher ohne dich zurechtgekommen und ich werde es auch wieder tun. Zwei. Ich wünsche dir und der dummen Schlampe viel Glück! Drei!
Das ist heftig. Ja, das... Ui. Und drei weiteren. Und dann ist er viel zu sein. Um die Äonenfrost. Ja, Leute. Das ist ziemlich eine heftige Dings. Wartet kurz. Zur Demonstration. Es gibt noch was anderes Cooles, was hier bei Co. Vorteilhaft ist. Ja, da sind ein paar Leute. Jetzt. Ist geil, hä? So, und jetzt schauen wir uns mal die Kräfte an, die wir freigeschaltet haben. Erstens die Eisgranate. Die etwas Schutz bietet. Dann... Oh Mann, die Raketen immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was ich eigentlich sagen will ist... Ja, der Eisprung. Genau, der Eisprung. Finde ich den geilsten von der ganzen. Von dem Ganzen hier. Finde ich wirklich am geilsten. Die Äonenfrost ist super. Ja. Und sonst... Naja... Ja, genau. Hier müssen wir halt, also für die Ionenlandung. Jetzt möchte ich eigentlich Folgendes machen. Weil jetzt... Oh, Schmetterexplosion. Habe ich noch gar nicht gesehen. Eisgranate, okay, das war klar. Der Frostschild. Der Eisprung. Ja, das wäre, glaube ich, hier. Ja, das werden wir alles noch sehen. Was ich jetzt mache, seht ihr, ich finde das cool. Also, ich finde es wirklich cool. Ich weiß nicht, aber man kann halt einfach viel höher springen und... Gut, hier kann man den jetzt nicht mehr machen, aber... Oh, scheiß drauf. Man kommt viel höher weg. Und was auch noch dazu kommt, ist halt einfach... Jetzt kann man erst richtig reisen. Das kann ich euch sagen, Leute. Das kann man erst... Oh, scheiße. So. Genau, das können wir sonst nicht machen. Und ich sage euch jetzt, in den nächsten Teilen werden wir eigentlich nur noch Nebenmissionen bestreiten. Genau aus dem Grund. Weil jetzt komme ich viel besser vom Fleck und ja, für die zweite Ionenladung und so, das brauche ich jetzt schon, weil demnächst kommt die Bestie näher und ja. Deshalb will ich mich selbst ein bisschen upgraden. Ich meine, naja, die Eisgranate. Sie haftet halt nicht, das ist das Problem. Aber die werde ich vielleicht noch später mal brauchen. Eisprung, ja, ist klar. Ja. Und vor allem auch das hier, so schneller entladen und so. Ionenladung 3, ja. 40. Ich würde sagen, wir werden wahrscheinlich 40 Nebenmissionen machen. Ziemlich sicher. Und dann, jo. Das ist auch noch geil. So Maschinengewehrblitzisten. Das seht ihr auch noch. Ja, Leute, aber bis dahin würde ich sagen, wir speichern hier mal das Opfer, das war's. Wir speichern hier mal.
Joseph Bertrand, der Dritte. Na was. Ja, der kommt dann als Nächstes dran. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat und euch die Wahl meiner Fähigkeit gefällt. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Impact Rider. Tschüss zusammen.